Scheiße. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Assalamu alaikum an alle. Wie ihr seht, wir sind schon fleißig am Muscle Ups machen. Ich bin heute nicht alleine. Paul Unterleitner ist in Berlin am Fasten. Wie er das Fasten übersteht, werdet ihr auf seinem Kanal sehen. Hält sich bis jetzt sehr gut. Aber es steht noch ein richtiges Training bevor. Da werden wir gucken, dass wir uns da durchhauen, durchboxen. Wir sehen uns später am Gym, würde ich sagen. Wer sagt, ich kann keine Muscle Ups? So, nachdem wir jetzt im Gleichdreieck schon kurz gedreht haben, ja, aber auch nicht für deinen Kanal, ja, sind wir jetzt im John Reed. Sind wir jetzt hier. Und auch diesmal drehen wir nicht für deinen Kanal. Diesmal drehen wir nicht für meinen Kanal. Nee. Aber es hat sehr gefreut. Paul hat erfolgreich sein Experiment geschafft. Welches? Hat wie im Ramadan, ja, gefastet, hat noch mittrainiert im fastenden Zustand. Könnt ihr alles auf seinem Kanal sehen. Du hast heute schon mitgemacht, obwohl es morgen erst für uns losgeht. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich hab nichts gegessen, das stimmt. Ich habe aus Solidarität zu Paul nichts gegessen. Okay, so. Aber ich habe getrunken. Und morgen geht aber für dich los. Morgen geht's los, ja. Und das nehmen wir dann mit. Das nehmen wir mit. Dann sehen wir uns gleich nochmal. Bis gleich. Aber dann bis morgen. Bis morgen und bis gleich. Unser Training bestand heute aus Kraft, Kraftausdauer. Kraft habe ich bei Paul mitgemacht, wie er es macht. Kraftausdauer haben wir gemacht, wie ich das mache. Und normalerweise läuft auch mein Training genauso, nur dass ich am Ende noch eine kleine Boxeinheit mache. Die machen wir zusammen und da gucken wir, ob wir Paul den einen oder anderen Tipp auf den Weg bringen können. Wie ist dein aktueller Boxstatus? Boah, ich habe jetzt auf jeden Fall diese Woche nicht, letzte Woche auch nicht. Aber du boxst generell? Manche kennen dich ja vielleicht nicht auf unserem Kanal. Ich mache ein bisschen Muay Thai jetzt. Ich glaube, okay, ich habe wahrscheinlich insgesamt 10 Gruppeneinheiten gemacht. Okay. Also ich bin definitiv Anfänger. Nochmal. Und links, rechts. Nochmal. Nochmal. Ja. Mach mal langsam auf mich zu, einfach auf meine Brust. Und bleib mal hier. Und lager mal dein Gewicht auf deine Faust drauf. Dass du so diese Power, die gerade, wenn ich so bin, wenn ich auf sie drauf, ja, mein Gewicht lage, dass du diese Power, okay, in den Schlag reinbringst. Ja. Dass damit wirklich diese, als ob du reinstichst. Okay. Ja. Komm schon, tut meine Hand weg. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Kommt schon viel, viel härter. Und probier dasselbe Prinzip in den Haken jetzt, in den, ja, rechten Haken. Zack. Ja. Ja. Und das jetzt mit Geschwindigkeit. Ja. Jetzt links, rechts, gerade. Schön. Schön. Sah sehr gut aus. Kommt gut was an in den Ellenbogen auf jeden Fall. Ja, Technik ist bei mir auf jeden Fall verbesserungswürdig, würde ich sagen. Ja, aber du Kleinigkeiten, was ich dir gesagt habe, hast du schnell kapiert, ja, und umgesetzt und das ist krass. Also gut, das ist immer, merkt man, manche Leute haben das, dass die gleich, kennst du vom Bodybuilding. Ja. Rücken gerade machen, manche sind gleich so und manche sagst du Rücken gerade machen, haben keinen Plan, was ja, ja, stimmt. Paul macht jetzt noch sein Pulltraining zu Ende, indem er Beinbizeps macht. Ich werde noch ein bisschen am Boxsack arbeiten, das was ich normalerweise mache heute. Und so hatten wir beide ein gutes Training, würde ich sagen. Beide unsere, was wir machen wollten, haben wir geschafft. Ich denke, Paul hat einen schönen Einblick erstmal in Ramadan bekommen. Wir sehen uns aber erst morgen früh wieder. Wir sehen uns morgen früh wieder. Wenn es wieder heißt, willkommen bei Spurs. Ein neuer Tag, ein neuer Dollar. Gestern hast du ja mit Paul gedreht. Ihr habt ein Video gemacht. Paul wollte wissen, wie es ist zu fasten, beziehungsweise während des Ramadans auch zu trainieren. Genau. Wie fandest du das? War es das erste Mal eigentlich, dass du Paul kennengelernt hast? Persönlich? Nein, ich kannte Paul schon von Dres, wo ich mit dabei war, wo er mit dabei war. Da, ja, haben wir aber kein Wort miteinander geredet, haben nur Hallo, Tschüss gesagt. Okay. Aber ja, jetzt gestern richtig kennengelernt und hat sich sehr gut geschlagen, hat er sehr gut gemeistert. Ich denke, er hat seine Erfahrungen da auch mitgenommen, hat gespürt, wie sich das anfühlt und auch gemerkt, dass es gar nicht so schwer ist, zu trainieren mit trockenem Mund, ohne Essen im System zu haben, ohne Energie zu haben. Man kann, es geht. Wir befinden uns jetzt auch im Monat Ramadan, denn der Mond wurde gesichtet und wir sind am Fasten. Das heißt, jetzt geht es erstmal zum Training? Genau, heute ein Outdoor-Training. Wir werden nach dem Training unser Fasten brechen. Das heißt, nicht so wie gestern mit Paul während dem Training, was meine Lieblingsmethode in Bezug auf Training ist. Weil so, wie wir das gestern mit Paul gemacht haben, hat man ein optimales Training und hat wirklich gar keinen
Rückschlag in Form von der Energie oder in Form von seiner Leistung im Sport. Ja. Ich hoffe, ich drücke mich noch sauber aus. Meine Konzentration sinkt. Sag mal, ist Alkohol nicht verboten? Das ist kein Alkohol, das ist Chinaöl. Mhm. Wir warten gerade auf Ostern und nebenbei versuche ich mir irgendwie den Hunger und den Durst wegzudenken, indem man an Chinaöl riecht. Wie läuft bei dir Fasten? Alles gut. Buenos Cheesecake. Ja, man hat bisher Hunger und Durst. I need to know everything. Who in the what and where I need everything. So, genauso wie gestern sind wir auch heute relativ spät jetzt eigentlich trainieren. Ich meine, die Sonne geht gerade unter, man sieht's. Ja. Du hast jetzt den ganzen Tag noch nichts getrunken? Nein, noch nichts getrunken, noch nichts gegessen. Natürlich das letzte Mal um 4 Uhr getrunken und gegessen. Und wir machen das Training um diese Uhrzeit herum, um das Fastenbrechen herum. Heute davor, wir werden vorher auch fertig sein. Normalerweise, so wie gestern mit Paul. Wenn man jetzt nicht eingeladen ist oder sonst was, kann man das immer sehr gerne so machen, um Iftar herum. Du fängst an, fastend das Training, trainierst ein bisschen, wirst warm, brichst dein Fasten mit einer Dattel, mit ein bisschen Wasser. Ganz wichtig, mit viel Intra-Workout. Während dem Training Intra-Workout, Eiweiß ist versorgt, Kohlenhydrat ist versorgt. Und du kannst weiter trainieren und ja, dann ziehst du dein Training durch. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass ihr gestern auch den ganzen Tag zusammen verbracht habt, du und Paul. Würdest du sagen, dass Paul dieses Thema sehr ernst genommen hat und sich damit auch gut auseinandergesetzt hat? Hat nicht so viel Wissen gehabt tatsächlich. Außer, dass man nichts trinkt und nichts isst, wusste er gar nichts und wusste auch wenig über Islam. Hatten wir viele Gespräche gestern, wo ich ihn über ein paar Sachen aufgeklärt habe. War auch interessant. Auf jeden Fall, was er aber sehr ernst genommen hat, ist, dass er wirklich nichts gegessen und getrunken hat und versucht hat, trotzdem seinen Tagesablauf normal durchzuziehen, extra 2 Trainingseinheiten probiert hat zu machen, im fastenden Zustand, um diese Anstrengung zu spüren. Und das fand ich sehr gut. Ich wusste, dass er das nicht durchziehen wird, weil er, das weiß man einfach, wer Bodybuilding macht oder wer Sportarten sehr ernst nimmt, der ist diszipliniert. Und wer diszipliniert ist, schafft es auch, einen Tag zu fasten ohne Probleme. Viel Zeit bleibt nicht mehr, deswegen ziehen wir uns langsam um und suchen uns was zu essen. Ansonsten trainiert haben wir heute ein bisschen weniger als sonst. Ich denke, sicherlich werdet ihr in den nächsten YouTube-Videos mitkriegen, wie es ist, wenn man das so macht, dass man vor Iftar anfängt, das Fasten bricht, eine Kleinigkeit ist und das, wie ich das gerne mache, das würde ich euch gerne zeigen einfach, damit der ein oder andere Sportler das nachmachen kann. Ansonsten macht euch keinen Kopf. Wir fasten nicht, um Fitnessmonster zu werden in diesem Monat, sondern um unserem Schöpfer näher zu kommen. Wenn man irgendwo eingeladen ist, soll man da hingehen, wenn man mit der Familie Fasten brechen möchte, soll man das vorher erledigt haben, das Training oder wann auch immer. Wir gehen jetzt erstmal essen. Ich hab schon Lust auf Orange und Cola, ja? Und ich hab Orange und Cola in einem, im Isoclear. Neue Edition Isoclear, ihr habt diese Woche auf Isoclear 20% mit dem Code Yusupov. Cola, nicht nur auf Isoclear, sondern auf alle Proteine. Alles gut! Auf alle Proteine. Ha! Alle Proteine, 20% mit dem Code Yusupov diese Woche. 2 Minuten. Die Freude wäre bei mir viel größer, wenn ich mir nicht mein Beinbizepssehne gerissen hätte jetzt beim Training. Habt ihr was da, um Fasten zu brechen, oder müssen wir jetzt über Piano gehen? Also ich habe eine halbe Stunde Morte gewartet, weil er 10 Datteln geschmiert hat. Immer was dabei, ja. Geschmiert, hast du gehört, Javad? Geschmiert, das heißt nicht nur normale Datteln. Was heißt geschmiert? So, ich schneide das auf und mache in die Mitte dieses Peanut Squeeze rein. Sind das die du letztens auf Tisch hattest? Ja. Bei dir? Ja. Geschmack ist 10 von 10. Bismillah. Ich möchte einen ultimativen Tipp für Sportler im Ramadan haben. Aufpassen, dass man ab jetzt ganz viel Wasser trinkt, Elektrolyte zu sich nimmt in Form von Hülsenfrüchten, Trockenfrüchten, Aprikosen getrocknete esse ich jeden Tag zum Beispiel, oder Elektrolyte in Form von Päckchen von ESN. Ansonsten viel Wasser trinken, viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Wenn man das Fasten während des Trainings bricht, Intra-Workout, Kohlenhydrate, Eiweiß zu sich nehmen in flüssiger Form, danach das Training beenden und anfangen zu essen. Natürlich zu Suhoor nochmal aufstehen. Um 4 Uhr ist das circa, kurz vor 4 Uhr nochmal aufstehen, essen, trinken. Und einfach darum kümmern, dass man die Menge an Wasser, die man zu sich nimmt, normalerweise auch über die Nacht aufnimmt. Was ist mit der Cola eigentlich, die Werbung gemacht hat? Wo ist die? Ist aber mit Zucker. Ist doch egal, ist mir doch egal. Willst du die haben? Ja, klar will ich die haben. Die ganze Zeit Werbung gemacht. Nur Cola oder willst du die Orange auch? Nee, die Tomatensuppe. Eine kleine Vorspeise, Thunfischsalat. Wir haben gerade überlegt, wo du warst und der Kellner hat uns gesagt, dass du beten machst. Ja, die haben mir sogar einen extra Raum gegeben. Auf jeden Fall korrekt vom Restaurant, dass die mir einen Raum gegeben haben, wo ich meine Ruhe habe. Dann genieß jetzt dein Essen. 3 Scampis. Ich mache Stories für euch, damit ihr auch immer seht, was ich mache. Eigentlich meistens nur, was ich esse. Aber es interessiert ja auch die meisten. Ja, ich kann es schnell.
Trommelspiel auf Hochzeit üben, bist du nicht? Nein, mach ich nicht. Wir spielen nicht mit unserer Gesundheit. Hast du gesehen, wie schnell? War sehr schnell, ja. Ich wollte nur zeigen, dass ich schnell das machen kann. Deswegen schaltet jetzt auch schnell ab, weil das Video ist zu Ende. Ich hab schon Lust auf Cola und Orange. Das wird nichts, glaube ich. Warte, das ist eine Werbung. Dann kannst du nicht einfach sagen, boah, Cola und Orange. Ja, nein. Hier, ich so laut. Boah.